Hallo meine Lieben, hier ist ein neues Video von Gabo. Wir machen jetzt Basisübungen und eine davon ist Hinterhand zu mir zu schieben. Das ist dann wird ganz praktisch für Gruppen herein. Und generell, das Pferd wird mobile. Ich kann dann mit Hinterhand mehr arbeiten. Und Gabo hat jetzt entdeckt die Übung, wo er praktisch die Po zu mir schiebt. Das hat ihm so gut gefallen, die Übung, dass er möchte in jeder Gelegenheit nutzen, um Po zu mir zu schieben. Und jetzt muss er eigentlich lernen, das muss man nicht immer machen, sondern nur, wenn das gefragt wird. Das fällt ihm schwer. Immer wieder versucht er mit dem Po mich faszinieren, aber das geht natürlich nicht. Ich muss ihn dann immer wieder zurückschicken. Und der klare Unterschied zwischen dem Po von mir und zu mir schieben machen. Und daran haben wir gearbeitet, weil er teilweise übertreibt er wirklich. Er macht so richtig mit viel Schwung. Und das natürlich geht gar nicht, weil das schon unkontrollierbar ist. Deshalb wir arbeiten jetzt daran, dass ihr klare Unterschiede seht zwischen dem Hinterhand von mir schieben und Hinterhand zu mir schieben. Das muss ihm ganz klar sein. Jetzt ist das noch nicht klar. Und genau deshalb jetzt machen wir mehr Übungen, die bei ihm ein bisschen Geduld erziehen, ja, dass wo er genau anguckt, was ich möchte und lässt sich Zeit, nicht so gleich hektisch reagieren, wenn er weiß nicht, was er machen soll, dann gleich Po zu mir schieben, sondern mehr Geduld eben, ja. Und deshalb machen wir jetzt Übungen, die ganz langsam sehen, zum Beispiel hier Schulter schieben, immer mit viel Zeit und dann die Übungen, wo ich ihm sage, einfach bleib bitte schön stehen, muss nichts machen, muss nicht hektisch irgendwie sich bewegen, sondern einfach mir zuhören, dir Zeit lassen zum Überlegen. So wie hier zum Beispiel, jetzt habe ich Hinterhand zu mir schieben gefragt, hat er gut gemacht, aber dann gleich schon wieder von mir weggeschoben. Dann sage ich ihm nein, warte mal, mach langsamer und wir versuchen immer wieder. Hier ist auch wichtig, dass er sich nicht verwirrt wegen der Sache, dass er versteht nicht, warum es mit mir geht. Aber hier hat gut geklappt. Er hat dann angehalten, hat kleine Schrittchen gemacht und angehalten und das war richtig schön. Aber gleich danach, nächste Übung, war schon wieder Schiff gelaufen. Ich wollte, dass er von mir wegschiebt und er hat wieder zu mir geschoben und zwar ziemlich hektisch und wollte nicht anhalten. Hier hilft nur eins, nur Geduld haben und wieder ihn anweisen, wo es richtig ist oder wo es falsch ist.